Herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Börseninvestor mit und von Ulrich Müller. Darum gehört Geld und Mindset zusammen. Ja, ich freue mich, dass du meinen Podcast heute wieder einschaltest und deine Zeit in dein Wissen und deine Fortbildung investierst. Und ich möchte mich heute mit meinem ganz, ganz spannendes Thema kümmern. Darum gehört Geld und Mindset zusammen. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, von mittlerweile rund 10.000 Seminarteilnehmern, dass das immer ein spannendes Thema ist und ein heiß diskutiertes Thema. Immer wieder haben wir das auch auf dem Tag der Finanzen. Auf dem Tag der Finanzen ist der erste Part eben das Thema Mindset, Glaubenssätze und deine Persönlichkeit. Und immer wieder kriege ich auch das Feedback, ja, ich mache das doch schon und ich kenne das doch eigentlich schon. Und dazu möchte ich dir heute nochmal ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, denn dieses Thema wird tatsächlich oft unterschätzt und viele Menschen wissen eigentlich auch gar nicht, was das wirklich alles so ganz genau auf sich hat. Also was ist dieses Money Mindset eigentlich wirklich? Und letztendlich kann man sagen, dass jeder Schritt, jede Entscheidung sowohl im Business als auch im privaten Bereich und in vielen anderen Leben, ist es letztendlich einfach wichtig, dass du dir dafür bewusst bist, darüber bewusst bist, wie das Ganze läuft. Und ganz vereinfacht sagt man natürlich immer bei Money Mindset, ja, das ist letztendlich der Blick auf mein Geld, was ich darüber denke, was ich darüber fühle und was ich darüber glaube. Aber ich möchte heute mal in diesem Podcast ein Stück weit weiter ausholen, denn es ist letztendlich so, so viel mehr als nur der direkte Blick aufs Geld. Es spielen dort einfach viele, viele Faktoren mit hinein, die auch oft vergessen werden, wenn man eben das Money Mindset nur auf das Thema Geld oder ich habe genug Geld reduziert. Ich persönlich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir alle Punkte erkennen, wie unsere ganz persönliche Brille einfach ist, durch die wir das Geld sehen, auch das Business, das Wirtschaftssystem, das Finanzsystem, wie du mit Krisen umgehst, auch das Thema Erfolg, andere Menschen, auch die moralische Seite, sehr, sehr interessant. Nichtsdestotrotz auch Spiritualität und noch viele andere Punkte, die wir letztendlich einschätzen, ja, und in unserer Welt als wahr betrachten. Und auch diese Punkte gehören eben zum Thema Money Mindset und dem Geldbewusstsein, was du eigentlich hast. Ich bringe ganz gerne dieses Beispiel ja auch auf dem Seminar. Welche Brille hast du auf? Wir wissen, jeder Mensch hat so 20 bis 30 große Chancen. Und die Frage ist, hast du die rote oder die blaue Brille auf? Siehst du die Chancen oder siehst du eher die Krise? Also wichtig dabei ist eben auch, dass du dein Money Mindset, und deswegen nehme ich das Beispiel der Brille, jederzeit verändern kannst. Du kannst deine heutige Brille einfach wegschmeißen, gehst zu Fielmann und kaufst dir eine neue. Und vielleicht ist das wirklich so eine haptische Idee, dass du das tatsächlich mal umsetzt und dir sagst, vielleicht wollte ich eh schon mal eine neue Brille haben. Und mit der neuen Brille nehme ich sofort die Idee mit auf, dass ich damit alle großen Chancen sehe und die Krisen an mir vorbeigehen. Das heißt, diese Wandlung, die wir auch gerade haben, auch gerade im Wirtschafts- und Finanzsystem, zum Beispiel Crash der Euro, sind die Verschuldungen zu groß? Welche Brille hast du da auf? Hast du eher Angst und Krise? Oder sagst du eher, nö, es gibt eine gute Chance. Menschen haben immer Geld verdient und wenn es neue Möglichkeiten gibt, dann gibt es noch bessere Chancen, Geld zu verdienen. Ich bin ein mega, mega krasser Optimist und ja, damit möchte ich dich auf dieser Reise in dem Podcast auch ein Stück weit mitnehmen. Denn letztendlich ist es so, wenn du deine Werte veränderst, dann wird sich auch dein Alltag ein Stück weit verändern. Und ich sehe das, wie gesagt, als einfach große Chance, Geld neu zu erkennen, ein neues Geldbewusstsein aufzubauen, wenn wir einfach den Blick auch auf das Geld auf eine gewisse neue Ebene bringen. Und ich habe das mal so in 5, 6 Bestandteile für das Money Mindset aufgebaut und ja, gegliedert. Und die erste Frage ist mein eigenes Verhältnis zu Geld. Wie ist eigentlich deine Identität? Wie ist deine Geldidentität? Wie sieht das Ganze eigentlich für dich aus? Bin ich letztendlich ein Mann, eine Frau, eine Ehe, die leicht und einfach und auf gesunde Weise Geld verdient? Vielleicht verdienst du sogar richtig viel Geld auf für dich eine vermeintlich leichte Weise.
Oder bist du jemand, der mit Geld eher gerade wenig anfangen kann, der das Gefühl hat, es fehlt überall, andere betrügen mich, belästigen mich, ich muss für den Chef arbeiten, gar nicht für mich, dann heißt das für dich wirklich Geld verdienen. Und da ist schon ein großer Unterschied, ob du das Geld leicht und auf gesunde Weise bekommst und kriegst oder ob du es wirklich knallhart verdienen musst. Geld verdienen kommt von dienen, das heißt, du dienst dafür, dass du Geld bekommst. Das sind schon mal zwei ganz unterschiedliche Identitäten. Meine ist zum Beispiel so, dass ich immer sage, natürlich arbeite ich gerne, ich arbeite manchmal auch viel, dann sind auch Seminare dabei, gar keine Frage, die sind auch schon vorher geplant, aber trotzdem ist das mein Hobby zum Beruf gemacht und meine Identität ist, dass ich Geld sehr leicht verdiene und die Frage ist, welches ist denn deine Identität dazu? Ein zweiter wichtiger Punkt ist, wie schätze ich deine Zeit oder wie schätzt du deine Zeit ein? Gibt es da eine gewisse Wertschätzung zum Thema Zeit? Das geht damit los, wie du vielleicht als Unternehmer Angebote kalkulierst. Wertschätzt du wirklich die Zeit, die du auch für Kunden einsetzt? Berücksichtigst du das auch beim Rechnungsstellen? Zeit, die Menschen auch gerne vergeuden, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich dir jetzt gleich mitgeben will. Viele Menschen ist das Thema Ablenkung. Viele Menschen sind in verschiedensten Newslettern angemeldet. Die kommen mal rein, die guckt man mal an, man liest mal quer, dann schmeißt man sie wieder weg. Das heißt, wie gehst du mit deiner Zeit um? Vergeudest du die Zeit? Hast du viele Ablenkungen? Nutzt du viele Themen, die dich eigentlich im Leben nicht weiterbringen? Wie gesagt, Stichwort Newsletter, Stichwort Blogbeiträge, die man alle möglichen liest, Stichwort Serien und überhaupt das Thema Fernsehen gucken. Wie gehst du damit eigentlich um? Und bist du dir letztendlich auch klar, wie viel Zeit du in deinem Business verbringst und wie du das Ganze auch abrechnest? Wir haben das früher immer so genannt EPAs, einkommensproduzierende Aufgaben. Ein weiterer Step in der Zeit ist für mich noch, wie viel Zeit verbringst du vielleicht auch mit Dingen, die du machen musst, weil du dich vielleicht auch nicht traust, Nein zu sagen. Auch das Thema Nein sagen ist ein wichtiger Faktor zur Wertschätzung deiner Zeit. Das war für mich früher auch ein Thema. Ich konnte auch schlecht Nein sagen. Ich habe halt einfach viele Dinge mitgemacht. Dazu gehört auch das Thema Delegieren. Das heißt, Aufgaben abzugeben, ohne das Gefühl zu haben, die werden schlechter gemacht. Vielleicht werden die sogar besser gemacht. Ich möchte dir also als Tipp 2 mitgeben, auch zum Thema Mindset. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Weil das zeigt auch eine gewisse Wertschätzung. Und das ist ein wichtiger Faktor. Denn jede Sekunde, die tickt, die ist einfach weg. Die kommt auch nicht wieder. Die ist unwiederbringlich erledigt. Und deswegen sage ich dir mit Tipp 2, schätze deine Zeit gut ein, gib ihr eine Wertschätzung. Denn das ist ein großer Teil des Money Mindsets. Und dazu gehört auch für mich die Selbstliebe, das Selbstvertrauen und auch die Selbstwertschätzung. Aber dazu komme ich auch noch. Ja, und der Punkt 3 ist mein Glaube, den ich über Geld habe. Manchmal hört man, Geld stinkt und Geld ist dreckig. Man kann nur viel Geld verdienen, wenn man über andere über den Tisch zieht. Oder auch viel Geld verdienen zu wollen, ist egoistisch und natürlich auch überhaupt nicht spirituell. Und Geld macht die Welt schlecht. Oder auch ganz schön die andere Seite. Geld ist eine wundervolle Möglichkeit, meine Wertschätzung auszudrücken. Mit Geld kann ich sehr viel Gutes tun und anderen Menschen helfen oder auch Menschen erfolgreich machen. Viele Menschen haben wenig Geld und die könnte ich mit einer Menge Geld unterstützen und in Projekten fordern, ihnen überhaupt ein lebbares Leben geben und damit Gas geben. Das heißt, wie ist dein Glaube eigentlich zu Geld, ist für mich Punkt 3. Punkt 4 im Thema Money Mindset finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Das war die Frage, die ich mir mal gestellt habe. Welchen Wert gebe ich mir selber? Gebe ich meinen Talenten, meinen Fähigkeiten? Das war das Stichwort, was ich eben schon mal hatte, so ein bisschen das Thema Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstliebe, sich selbst annehmen zu können. Was glaubst du über dich und über deinen Wert? Und da kann ich dir sagen, allein zu diesem Thema kommen in der Regel extrem viele alte Glaubenssätze und Muster hoch. Tatsächlich typischerweise auch gerne bei Frauen. Das ist eine ganz große Zielgruppe. Das kommt, glaube ich, tatsächlich aus der
ja, der Grundidee der Frau, die zu Hause ist, so dieses Thema Kirche, Küche, Kinder. Das heißt, die Frau ist zu Hause und kümmert sich um diese Geschichte und der Mann kümmert sich eher mehr um das Geld. Ich weiß das aus der Zeit meiner Oma. Meine Oma ist 1930 geboren, ist leider 2019 mit 89 verstorben. Aber die hat das krasse Leben im Prinzip erlebt. Sie hat auch noch den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und genau die Geschichte, der Mann geht arbeiten, die Frau ist zu Hause mit 3 Kindern, muss sich um alles kümmern und hatte bei meiner Oma in diesem Fall von Geld so überhaupt keine Ahnung. Und da gibt es einfach sehr, sehr verschiedene Verhaltensweisen, sowohl bei Männern und bei Frauen. Und auch wenn man das heute sieht, das Gender Pay Gap oder auch der Gedanke der Altersvorsorge, dann sieht man, dass da gerade auch die Frauen noch eher schlechter aufgestellt sind. Gerade auch in Umfragen hat man erkannt, die Frauen sind ja so ein bisschen mehr die emotionalen Wesen, die sich auch mehr Gedanken dazu machen, die auch mehr mit der Freundin quatschen. Die Männer sind da immer eher kürzer, schneller, zack und fertig. Die spielen auch immer mehr so auf den Harten und die Frauen sind eher so ein bisschen der weichere Fall mit dem weicheren Kern. Und gerade da ist dieser Punkt unendlich wichtig, ja, seine eigene Geschichte vielleicht mal so ein bisschen anzugucken. Wie sind deine Gedanken? Wie sind deine Überzeugungen? Unterstützen die dich oder halten die dich eher zurück? Und dazu möchte ich dir nochmal ganz klar sagen, du kannst jederzeit deine Brille verändern und dein eigenes Selbstwertgefühl auch aufbauen. Und das ist genau auch der Punkt 5 für mich. Das ist nochmal so ein bisschen mein Selbstwert. Das hängt sehr eng auch mit dem letzten Punkt zusammen. Da geht es aber auch nochmal so ein bisschen spirituell in die Seite, so ein bisschen in das Sein. Wer bist du eigentlich? Wie fühlst du dich eigentlich? Sei doch einfach der, der du bist. Und damit eben auch die Frage, welchen Wert habe ich tatsächlich? Gebe ich mir selbst einen großen Wert? Also bin ich so wirklich 100% davon überzeugt, dass ich Menschen einen Mehrwert gebe? Fühle ich mich auch sicher? Fühle ich mich geliebt? Werde ich wertvoll von meinen Freunden, von meinem Mann, von meiner Frau behandelt? All das Ganze hat einen enormen Einfluss, weil letztendlich ist Geld Energie und dieser Einfluss geht auf dein ganzes Leben und natürlich auch besonders auf das Thema deines Geldes, weil Geld, so haben wir das eigentlich gefühlt auch immer gelernt, ist eine gewisse Wertschätzung. Wenn du jemand als Unternehmer buchst, der als Handwerker vielleicht bei dir arbeitet und der eine Arbeit abgibt, die vernünftig und gut ist, dann gibt es die Wertschätzung, dass du diese Rechnung bezahlst und vielleicht dem Handwerker auch noch ein bisschen Tipp gibst. Ist die Arbeit schlecht, diskutiert man über die Rechnung, man zahlt vielleicht nicht alles, man zieht was ab wegen vermeintlichen Mängeln und gibt vielleicht auch kein Trinkgeld. Das heißt, Geld ist immer auch eine Form der Wertschätzung. Und wenn du selber aber kein hohes Selbstwertgefühl hast, dann sind wir einem ganz, ganz wichtigen Punkt beim Money Mindset. Kannst du wirklich Geld mit Überzeugung annehmen? Das ist für mich auch ein unglaublich wichtiger Punkt. Punkt 6 ist für mich der Punkt, was ich über Geld denke, rede, ja, und mir ein Stück weit auch selber erzähle. Das ist auch so ein bisschen die Frage des Alltags. Wie gehst du mit Geld um? Was erzählst du zum Beispiel auch deinen Kindern über Geld? Zum Beispiel dieser typische Satz, pack das weg, wir können uns das nicht leisten. Oder Geld muss hart erarbeitet werden. Geld haben nur die anderen und Geld ist auch gar nicht wichtig. Oder eben die andere Frage, wie können wir uns das leisten? Ich möchte dir den Tipp geben, dieses kleine Wörtchen W mit wie einfach mitzunehmen, wenn du das Gefühl hast, zum Beispiel können wir uns nicht leisten, dann die Frage, wie können wir uns das leisten? Oder mit dem Punkt, Geld muss hart erarbeitet werden, wie kann ich Geld auch leicht erarbeiten? Also dieses Wie, das so ein bisschen in eine Frage zu stellen, dann ist das ein ganz wichtiger Faktor. Und ich gebe dir das Mindset so ein bisschen mit. Geh doch darüber über, dass du dir selbst überlegst und dir selbst auch bewusst machst, ich bin wertvoll und finde eine Lösung. Vielleicht auch die Geschichte mit dem Geldmagneten, habe ich schon mal auf dem Seminar erzählt. Ich habe zu Hause so einen kleinen Safe stehen. Da steht auch ganz groß Geldmagnet drauf. Und da stecke ich jeden Abend meine Münzen rein und auch irgendwie noch 1-2 Scheine. Und dieser Geldmagnet zieht Geld einfach magisch an. Natürlich kann man es darüber philosophieren, ob der Geld magisch anzieht. Meine Meinung ist, er tut es. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Aber auch da ist wieder die Frage, was glaubst du eigentlich?
Und ich möchte dir noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp mitgeben zum Thema Money Mindset. Meine persönliche Erkenntnis ist, dass Dankbarkeit alles verändert. Mit der Dankbarkeit wird alles leichter, es wird alles freudiger, es wird ein Stück weit erfüllter für dich und du hast damit einfach die Möglichkeiten, dass du dankbarer, erfüllter bist und mehr Geld in dein Leben einziehst. Geld ist für mich auch übrigens ein wundervolles Instrument für Wachstum, sowohl Inneres als auch Äußeres und auch ein Zeichen, dass das mit dir verbunden ist. Geld kommt genau dahin, wo es sich wirklich wohlfühlt. Deswegen einfach hier mein Tipp an dich. Schaffe dir ein neues Geldbewusstsein. Verändere deine Glaubenssätze zum Thema Geld und arbeite an einem positiven Money Mindset. Ich möchte dir nochmal empfehlen, ein paar Schritte zu absolvieren, um dich letztendlich auch mental auf den richtigen Weg zu bringen, auf den richtigen Umgang mit Geld vorzubereiten. Und dafür darfst du eine gewisse Reise machen. Und ich kann dir noch einen Tipp geben. Dieses Thema wird sich niemals beendet anfühlen. Du wirst immer wieder auf diesem Weg laufen. Das ist auch ganz normal. Der Mensch hat selbst in seinem ganzen Leben nicht genug Zeit, das komplett zu bearbeiten und durchzukriegen. Du wirst immer wieder an Punkte kommen. Und der Grund ist auch relativ einfach. Wenn wir einen Mensch haben, der vielleicht auf Stufe 7 ist und der kriegt ein Problem von Stufe 8, dann ist das wieder ein Thema, wo er denkt, oh, das ist aber ein großes Problem. Ist der Mensch auf Stufe 7 und kriegt ein Problem von Stufe 4, dann ist das ganze Problem gar nicht da, da laufe ich einfach durch und das Spiel ist für mich erledigt. Das heißt, das Money Mindset und auch die Glaubenssätze unterliegt einem ständigen Wandel und du darfst immer daran arbeiten, dass sich das weiter positiv, positiv, positiv auswirkt und verändert. Jetzt noch zum Ende 7 spannende Tipps, wie du dein Money Mindset zum Positiven verändern kannst. Der erste Punkt ist überhaupt mal, erkenne den Ursprung und die Wirkung deiner heutigen Gedanken. Also die Frage wirklich, wo kommen die Gedanken her? Auf dem Tag der Finanzen gehen wir zum Beispiel darauf ein, mit gewissen Fragestellungen. Einfach mal gucken, wie hat es früher in deiner Familie ausgesehen? Was haben deine Eltern, dein Umfeld, deine Oma und Opa zum Thema Geld gedacht? Gab es vielleicht Situationen, die sich bei dir eingebrannt haben, die vielleicht auch negativ zu Geld waren? Also erkenne den Ursprung deiner Gedanken. Zweiter Punkt, lerne dein bisheriges Handeln und auch deine Ergebnisse ein Stück weit besser zu verstehen. Also einfach mal hinzugucken, warum handle ich eigentlich so, wie ich handle? Welche Ergebnisse habe ich daraus erzielt? Waren die schon positiv, waren die negativ? Dass dafür einfach ein Verständnis aufkommt, warum du bisher so handelst, wie du handelst. Dann Punkt 3, auch so ein bisschen ähnlich wie Punkt 1, nochmal ganz klar zu überlegen, den Ursprung zu ermitteln deiner heutigen Überzeugung. Ein Money Mindset ist ja nichts anderes als eine Überzeugung, die du persönlich hast. Diese Überzeugung ist aber gar nicht wahr oder falsch oder richtig, sondern diese Überzeugung hast du, weil du so geprägt wurdest. Und ich bringe mal gerne das Beispiel. Stell dir mal vor, du wärst bei einem Milliardär geboren worden. Welche Einstellung hättest du zu Geld? Oder aber, krass andersrum, du wärst bei einer Mutter geboren worden, die Hartz IV ist. Welche Überzeugung hättest du jetzt zu Geld? Überleg mal gerade diesem plakativen Beispiel. Wie wärst du in Familie A und B zum Thema Geld aufgewachsen? Was wären deine Überzeugungen? Und mach dir einfach klar, du kannst nichts dafür, wo du geboren wurdest, wie du geboren wurdest, wer deine Eltern waren. Und ich möchte auch noch einen ganz, ganz wichtigen Satz zu den Eltern verlieren, weil ich selber Papa bin. Keine Eltern machen etwas, um dich zu schädigen, sondern sie machen es auch wieder aus ihrer eigenen Überzeugung. Und da wir in der Schule in der Regel nichts zum Thema Geld und richtiger Umgang lernen, würden Eltern dir eben das beibringen, was sie selber wissen. Das machen sie nicht aus negativer Idee, sondern oder dich schlecht zu machen oder dich nicht zu fördern, sondern weil das der eigene Glaube ist. Also einfach mal den Ursprung ermitteln deiner heutigen Überzeugung. Dann kommt der Tag der Entscheidung, einfach eine Entscheidung zu treffen, diese negativen Gedanken abzulegen, weil du hast jetzt festgestellt mit dem Punkt 3 des Ursprungs, dass diese negativen Gedanken letztendlich gar nicht deine sind, sondern die sind dir erstmal von außen zugetragen worden
Und das habe ich mit dem Beispiel auch gemeint. Du kannst die Brille jederzeit wechseln und auch negative Gedanken ablegen. Jetzt solltest du die negativen Gedanken dann auch wirklich komplett auflösen. Dafür gibt es verschiedene Techniken. Auf die können wir heute nicht groß eingehen, aber das kannst du auch gerne googeln, den Coach suchen dafür. Ich bin der Meinung, am besten geht es wirklich im 1:1-Coaching, im kleinen Style. Such dir wirklich einen Coach, egal ob Mann oder Frau, der zum einen bewiesen hat, dass er es wirklich kann. Und dann fang an und begeb dich auf die Reise. Punkt 6 solltest du natürlich dann loslegen, dir auch wirklich sinnvolle, bestärkende, positive und gute Glaubenssätze neu zu programmieren und damit natürlich auch eine Umgebung zu schaffen, die dich bestärkt. Das ist ein wichtiger Faktor, haben wir eben in den anderen 5 Punkten schon festgestellt. Dein Ursprung, deine Familie, deine Umgebung hat sich zu dem gemacht, was dein Mindset, dein Money-Mindset und deine Glaubenssätze heute sind. Und Punkt 6 ist ganz, ganz wichtig. Schaffe dir Menschen um dich rum, die dich mental bestärken, die dir auf die Schulter klopfen, die an dich glauben, dieses Thema Glaube an dich und die dir einfach Mut geben. Ja, und Punkt 7 natürlich, kultiviere für dich ein reiches Denken, konditioniere dein Unterbewusstsein immer wieder mit den gleichen Spielen, weil am Ende muss man sagen, Glaube an dich, der Glaube versetzt auch wirklich Berge. Und beim Geld ist das Gleiche. Kannst du dir wirklich vorstellen, dass du ganz viel Geld hast? Oder glaubst du nicht wirklich daran? Ein für mich wirklich spannendes Buch ist das Buch von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Da geht es genau um diese Thematik. Der Glaube versetzt Berge. Und Glaube an dich ist für mich eine der größten Lösungen, um ein großes Vermögen aufzubauen. Ja, das soll der Podcast von heute gewesen sein, mit der Frage, darum gehört Geld und Mindset unglaublich wichtig zusammen. Ich hoffe, dass du wieder ein paar Tipps, Ideen, Tricks und Dinge mitnehmen konntest. Jetzt liegt es wieder an dir, den Podcast zu hören, ist die eine Seite, ihn jetzt auch umzusetzen und in die Handlung zu tun, dir einen klaren Plan zu machen und auch dran zu bleiben. Das ist jetzt genau deine Aufgabe. Ja, ich hoffe, dass der Podcast dir heute wieder ein paar Dinge mitgegeben hat und ich bedanke mich wie immer für deine Zeit, ich freue mich über eine coole Bewertung von dir und gerne darfst du auch den Podcast liken und weiter teilen. In diesem Sinne, dir eine gute Zeit, bleib gesund und bis ganz bald. Ciao!